erstmal Ihnen allen ein herzliches Willkommen zu unserem Mieterfest. Ja, seit Anfang des Jahres laufen die Arbeiten hier wieder auf Hochtouren und wir haben ja schon gehört, richtig gut ist, dass Sie tatsächlich Ihre Freisitze und Balkone jetzt so früh auch nutzen konnten. Bei einer Modernisierung ist es eigentlich eher ungewöhnlich, dass man feiert, aber wir finden das richtig, dass man feiert, weil Sie alle haben auch eine kleine Durststrecke mit uns durchgestanden und die Firma Bomhard hat hier wirklich die Lücke super gefüllt. Von daher wollen wir Ihnen ganz, ganz herzlich danken, dass Sie uns auch in dieser schwierigen Lage hier, wo wir die Insolvenz Ihres Vorgängers hatten, tatsächlich diese Baustelle im überschaubaren Zeitraum auch fertig bekommen. Eine Außenmodernisierung umzusetzen mit 144 Wohneinheiten ist eine sehr große Herausforderung. Da haben die Akteure sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Deshalb, Sie haben es ja gesehen, ist das Ergebnis so toll. Durch die Projekte, die wir miteinander so ungefähr zeitgleich an anderen Stellen auch gebaut haben, konnten wir eigentlich relativ schnell dann hier einspringen und haben das Projekt gemeinsam mit dem Bauherrn und den Mietern eigentlich wieder ganz gut auf Kurs gekriegt. Ja. Ich habe während der Zeit mein Abitur geschrieben und das war schon, also das wäre so oder so blöd gewesen, aber dadurch, dass sich das Ganze dann nochmal so in die Länge gezogen hat, war das dann schon ja, sehr ärgerlich, weil man halt irgendwie übergehofft hat, hoffentlich ist es bald rum, hoffentlich kann ich dann richtig lernen. Aber es war schon irre anstrengend. Ich meine, wir haben 3 Jahre im Prinzip im Chaos gelebt. Gell? Das war kein Balkon. Und ich meine, ich war sehr positiv überrascht, als die jetzt im Februar wieder aufgenommen haben, dass es doch so schnell geht. Gell? Es hieß ja nächstes Jahr im März. Also wir nutzen ja jetzt schon 3-4 Wochen unsere Balkone. Und ich finde es auch sehr schön geworden, muss ich sagen. Gell? Also, weil der GU insolvent gegangen ist. Und dann waren die Balkone 1,5 Jahre zu. Und die jetzige Firma, und das ist eben das Erfreuliche daran, die haben dafür gesorgt, dass in diesem Sommer jetzt schon die Mieter die Balkone nutzen können. Und das ist wunderbar für die Mieter. Also die Bilanz ist durchweg positiv. Alles. Ja, das ist sehr gut. Balkon hat sehr gefehlt. Und wenn jemand bemüht ist und bringt dann auch solche Dinge wieder einigermaßen in Ordnung, so schnell, also da muss man dankbar sein. Doch. Das freut uns natürlich besonders, wenn die Mieter das auch so empfinden, weil es gab schon eine Weile Stillstand und das ist für alle Parteien immer schlecht. Aber hier ist wirklich jetzt März nächsten Jahres, ist ja unser Zielkorridor, alles fertig. Und damit, glaube ich, haben wir wirklich nochmal aufgeholt, was durch diese Insolvenz verloren gegangen ist. Fertig.